Herzlich willkommen zum 254. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. In der heutigen Update-Folge wird an der Bepflanzung entlang der Straße weitergearbeitet. Da möchte ich ganz gerne die Lücke schließen, hinten zum Berg hin. Dann habe ich einen Haufen neuer Laubbäume vorbereitet. Damit beginnen wir jetzt auch als allererstes, mal den Mischwald nach unten hin weiterzubauen. Jetzt seht ihr was ganz Dummes. Seht ihr, wie ich da ohne eine lange Hose anzuhaben auf Noppenknie ich habe danach wirklich drei Stunden lang Noppen auf meinen Knien gehabt. Also sowas Dummes habe ich selten fabriziert, aber es war viel zu warm in letzter Zeit. Da musste ich einfach mit kurzer Hose arbeiten. Ich habe auch gut gelitten in dieser Update-Folge. Das werdet ihr dann noch feststellen, wenn ich heute hin und wieder meckere. Tut mir leid, aber das war sehr anstrengend, weil natürlich auch immer der Platz, während ich baue, immer weniger wird. Ihr seht es da. Ich stehe auf 10 auf dem See, weil ich einfach sonst keine Fläche mehr habe zu arbeiten. Hier befüllt er die Ecke mit dem Berg wird, desto schwieriger wird das für mich, Plätze zu finden, wo ich stehen kann bzw. knien kann, um weiterzuarbeiten. Hin und wieder werde ich auch mal den einen oder anderen Baum umreißen oder mal den einen oder anderen Pflanzenstängel am Boden, aber das ist ganz normal. Das kann ich natürlich dann letzten Endes vollkommen begleichen. Das gehört dazu. Ihr seht ansonsten habe ich jetzt endlich im unteren Bereich den kompletten Mischwald eingebaut. Das war ja langfristig das Ziel, als Übergang zwischen den verschiedenen Maßstäben und den verschiedenen Detailgräden. In der Zwischenzeit habe ich auch wieder eine Jogginghose angezogen, damit ich auch auf Noppen knien kann. Das ist ja sonst wirklich nicht machbar. Und ich habe einen Haufen Pflanzenstängel vorbereitet. Die gilt es natürlich im vorderen Bereich des Mischwaldes auch unten drunter zu bauen, weil da kann man ja reinsehen. Das heißt, auch das war ja wieder der Gedanke. Ich habe nicht überall unter dem Wald diese Stängel aufgebaut, aber im vorderen Bereich, damit das so aussieht, als ob es da wirklich hinten weitergeht. Sozusagen ein bisschen geschummelt die ganze Geschichte. In dem Bereich mische ich jetzt natürlich auch verschiedene Grüntöne mit ein. Ihr seht es da. Arbeite ich hin und wieder mit dunkelgrünen Büschen. Und vor allem werde ich jetzt, wenn ich einmal diese Fläche auf gebaut habe, in die Besucherperspektive wechseln müssen, um dann zu schauen, wo möchte ich noch welche Bäume platziert haben. Das sehe ich natürlich da hinten aus der Ecke nicht so gut. Da seht ihr wieder, ich stehe wirklich nur auf diesem kleinen See, habe den Rücken irgendwie nach vorne. Das war so anstrengend. Ich war wirklich happy, nachdem die heutige Update-Folge dann endlich mal abgeschlossen war. Dieses kleine grüne Eck, das ist im Moment noch so ein bisschen schwierig. Da würde ich gerne mehr als nur Bepflanzung drauf einbauen, werde aber für die heutige Update-Folge das Ganze mit Bäumen füllen. Bevor wir weiterbauen, kurz zwei, drei Live-Gedanken von mir. Es sieht natürlich schon viel besser aus, wenn hier einfach die Bepflanzung grundlegend alles abdeckt. Was mir aktuell nicht so gefällt, ist einmal diese klare Kante, die hier da ist, da wo die Bäume bzw. der Mischwald beginnt. Das heißt, ich werde das ein bisschen auflockern nach vorne, so wie da. Das gefällt mir ganz gut, dass da vorne vereinzelt drei Bäume rumstehen und das Ganze verdichtet sich dann auf den Hang hinzugehend und wird dann eben zu so einem richtig schönen Wald. Das Ganze werde ich jetzt links von der Stelle auch nochmal so ein bisschen besser versuchen, mit einzumischen. Die Stelle, dieses große leere Loch in der Mitte, da werde ich am Ende nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, das ist so zentral, dass da irgendwas anderes hin muss als nur Bepflanzung, ist, glaube ich, auch für den Kontrast ganz gut. Nicht, dass er denkt, dass es das leer bleibt, komme ich wie gesagt später nochmal dazu. Und ansonsten den einen oder anderen dunkelgrünen Busch könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen, weil es einfach mehr Kontrast reinbringt. Und tatsächlich, da hatte ich gedacht, dass das schwierig sein könnte, der Größenunterschied zwischen den Büschen und den Bäumen ist zwar nicht so hoch, aber irgendwie stört es mich auch nicht. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Aktuell finde ich, dass der Maßstabsübergang tatsächlich deutlich besser aussieht, als ich zwischenzeitlich befürchtet habe und ich würde sagen, damit arbeite ich weiter am Übergang. Nach vorne hin verwende ich jetzt natürlich immer weniger Nadelbäume, werde die aber nicht komplett weglassen. Aber der letzte Abschluss ist dann mit der detailreicheren Bepflanzung. Ihr seht es wirklich die allerallervorderste Reihe sind so ein paar etwas weiter auseinandergesetzte Nadelbäume, weil es einfach besser aussieht mit der dichten, detaillierten Bepflanzung und den Büschen im Untergrund. So und damit würde ich sagen, sind noch zwei, drei einzelne Büsche hinzuzufügen. Dann gehe ich die Ecke an, wo ich gerade eben schon mal kurz erwähnt habe, dass da noch was anderes hin muss. Ich hatte an eine kleine Hütte gedacht, die da eigentlich ganz gut sich machen könnte. Da müsste man jetzt natürlich Maßstäbe durchmischen. Dementsprechend habe ich jetzt erstmal noch auf eure Vorschläge für diese Update Folge gewartet, um bau fürs erste einfach Büsche, paar Bäume und das war's ein. Damit wir das jetzt einfach vorübergehend befüllt haben. Ist ja nicht so als ob ich hier die Sachen nicht wieder abbauen könnte, ist immerhin Lego. So, und jetzt geht's weiter mit Große Überraschung, noch mehr Bepflanzung, natürlich wieder im Untergrund. Ich baue auch die Ecken aus. Jetzt, ihr seht es gerade, hinter der Brücke würde man das natürlich aus der Besucherperspektive nicht sehen. Mir geht es um die Vollständigkeit und einfach damit ich weiß, dass das Ding komplett ausgebaut ist, deshalb mache ich da auch die zwei, drei Winkel, die man jetzt überhaupt nicht sehen könnte, befülle ich auch mit Bepflanzung. Ist ein bisschen unnötig, der ein oder andere wird es vielleicht nicht machen. Für mich ist es einfach, damit ich weiß, die Nummer ist vollständig. Und mit der ganzen Bepflanzung hätte ich jetzt wirklich meinen Rücken so sehr vernichtet, dass ich erstmal eine kleine Auszeit brauche. Bevor ich jetzt hier weiter auf irgendwelche Bepflanzungsgeschichten eingehe, wollte ich euch erstmal das hier zeigen. Schaut mal, was das ist. Teile der neuen Pick a Brick Bestellung, die nach zwei Monaten Lieferzeit endlich mal angekommen ist. Ich habe jetzt natürlich eine Auswahl nur hier rausgelegt. Und zwar einmal das, was relevant ist. Seht ihr das hier? Das sind Baumteile. Allerdings gibt es ein Teil, was nicht in Dark Green verfügbar ist oder in Earth Green. Und das ist hier dieses Cone-Element, also der Abschluss oben, den ihr überall im Nadelwald an der Spitze sehen könnt. Und das ist schon relativ wichtig. Das gibt es leider nicht in Dunkelgrün aus Legosteinen. Ich werde jetzt nichtsdestotrotz mal einen so einen typischen klassischen Nadelbaum im Hintergrund aus Dunkelgrün zusammenbauen, weil es mich einfach interessiert, wie das aussehen würde. Ansonsten, ihr seht schon, ich habe zwei Arter noch dazu geholt. Ich weiß nicht, ob die hinten in den Maßstab reinpassen oder ob es das komplett sprengen würde, aber es wäre halt eine Anlehnung auf das alte Lego-Stadt-Layout. Jetzt gibt es aber erstmal den dunkelgrünen Nadelbaum. Jetzt passt mal auf, das hier ist der Nadelbaum an sich. Mit den Teilen, die wir in dunkelgrün haben, gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn wir das uns jetzt da hinten drin vorstellen, schaut mal, was das für Kontrast geben würde. Och, wäre das genial! Also es schmerzt schon ein bisschen. Ich hatte ja befürchtet, dass das nicht gut aussieht. Wenn wir jetzt hier diesen, da ist er, der normale grüne Comb, wenn der oben drauf kommt, passt auf, das ist noch viel mehr Absturz, als ich gedacht habe. <laughs> oh mein Gott, wie schlecht sieht das bitte aus? Also, das ist ja absoluter Wahnsinn. Ich habe gedacht, dass es nicht gut aussieht, aber dass es so schlecht aussieht, oh mein Gott, ja, es ist jetzt halt das ist die Alternative, das ohne Spitze draufzusetzen. Aber ich finde, das verleiht da hinten im Wald schon seinen Charakter und. Ah, das tut so weh. Schaut euch das an. Man könnte auch in der Mitte, das habe ich hier gemacht, dunkelbraun nochmal statt dem reddish-brown verwenden. Das würde so viel Kontrast reinbringen und trifft tatsächlich diese Farbe, die eigentlich Nadelbäume haben, nochmal ein bisschen besser. Also, das schmerzt mich gerade schon ziemlich. Das muss ich ganz klar zugeben. Wo wir jetzt gerade schon beim Nadelwald hier sind, gab es einen Vorschlag letztens in den Kommentaren. Das ist wirklich endgültig mit Abstand der beste Vorschlag, der in der letzten Zeit drin stand. Und zwar haben wir im Moment das Problem, dass alle Slopes entlang der Noppen ausgerichtet sind. Also entweder so... Oder so. Und dadurch sieht das alles so ein bisschen gecopy-pasted aus. Jeder Baum ist irgendwie gleich. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir das ganz, ganz einfach beheben könnten, ohne Bäume neu zu bauen. Und zwar, indem wir Bäume drehen. Da gibt es unzählige Möglichkeiten zu. Wir können entweder hier unten Turntables verwenden. Das wäre die teuerste Variante. Passt auch nicht wirklich gut vom Kontrast herein. Was ich wahrscheinlich machen werde, ist, dass ich eine 2x2er Flatter hier drunter setze, mit dem Loch in der Mitte, dann einen Pin drunter. Und dann kann ich die Sachen hier eindrehen, wie ich möchte. Und jetzt stellt euch mal vor, wo war der denn überhaupt? Irgendwo hier drin? So, jetzt stellt euch vor, der hier, <laughs> das müsste ich alles neu ausrichten, wäre halt so irgendwie drin. Und das Ganze mit allen anderen, Bäumen, ja komm, ist jetzt auch egal hier. So, jetzt stellt euch das vor, mit allen anderen Bäumen, dass die so eingedreht sind. Alle unterschiedlich, den könnte ich sogar mal so hinstellen. Und jeder einzelne Baum hat einen leicht anderen Winkel. Man hätte komplett dieses Gradlinige draußen, was aktuell problematisch ist. Ihr könnt das hier so ein bisschen sehen. Dadurch, dass die Slopes alle gleich ausgerichtet sind, spiegeln die natürlich auch alle gleichzeitig oder reflektieren das Licht. Das heißt, das sieht auch wieder ein bisschen komisch aus, wenn man hier drüber fährt und plötzlich überall so ein heller Schwall drüber geht sozusagen. Das wäre alles behoben, wenn wir die Bäume unterschiedlich eindrehen würden. Und boah, das wäre schon echt harter Aufwand. Hier stehen ja im Moment irgendwie 800 Nadelbäume rum oder sowas. Die 800 Bäume alle noch mal rauszunehmen, mit so einem Turntable zu versehen oder meinetwegen auch einem Pin in der Mitte mit dem Flatter wie ich gerade eben das beschrieben habe. Puh, das wäre schon aufwendig, aber ich glaube, das würde sich lohnen. Was wir wahrscheinlich in naher Zukunft mal machen, ist, dass wir eine so eine kleine Fläche hier beim Hang als Versuchskaninchen verwenden und anhand dessen dann mal ausprobieren, wie das wäre, wenn die Bäume alle so ein Stück weit eingedreht sind. Dann, ihr habt es ja gerade eben schon gesehen, jetzt sind auch solche Kleinigkeiten angekommen, wie zum Beispiel dieses Baustellenschild. Ein Haufen Mondteile, die zeige ich euch jetzt nicht in dem Stadtupdate, aber nachdem jetzt endlich die Mondsteine da sind, heißt es für mich auch, dass ich in sehr naher Zukunft. Also wir reden jetzt nur noch von zwei Wochen, hätte ich mal geschätzt, das nächste Mondbasis-Update anfangen können. Ich glaube es gar nicht, dass das auch nochmal passiert. So nachdem mir gerade noch was eingefallen ist, <laughs> ist es immer das gleiche bei meinen Stadt-Updates. Und zwar haben wir das letzte Mal noch diesen Bonsai-Baum hinzugefügt und ich hatte darüber nachgedacht, auf der anderen Seite auch noch einzubauen. Ein Vorschlag aus den Kommentaren war, diesen mittleren Parkplatzstreifen doch auch noch zu verwandeln in genau sowas, was hier ist. Jetzt passt mal auf. Habe ich mal zum Test einfach hier diesen umgebauten Bonsai-Baum stibitzt sozusagen. Den stellen wir mal ganz kurz hier rein. Den Platz schaffen wir uns mal eben. Das wäre jetzt natürlich nicht ganz so, das wäre ein bisschen schmäler und so weiter. Aber das Problem, was ich damit habe, an sich ist es schon ganz schön, wenn da mehr grün ist, aber wir haben wieder dieses Symmetrische drin. Die Bäume sind sehr ähnlich ausgerichtet. Gut, das könnte man auch ändern, aber wir haben hier diese Allee runter und jetzt hätten wir da einen Baum und da einen Baum. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, stört mich so ein bisschen. Das heißt. Das, auch wenn ich gedacht habe, dass das ein genialer Vorschlag ist, passt mir nicht ganz so gut rein hier vorne. Die Möglichkeit besteht natürlich immer noch und wenn man das so hinhält, das gefällt mir schon deutlich besser. So, und jetzt haben wir so viel über Bepflanzung geredet. Wie gesagt, es tut mir leid, hin und wieder müssen solche Update-Folgen sein und ich glaube, so idyllisch wie das mittlerweile aussieht, lohnt es sich auch. In diesem Sinne hätten wir jetzt das Ende für die heutige Update-Folge erreicht. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs, ja, eigentlich durchhalten muss ich schon sagen, diese Update-Folge. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.